Blockchains werden von vielen als eine der größten technologischen Errungenschaften der jüngsten Vergangenheit angesehen. Doch was genau eine Blockchain so innovativ macht, zeigen wir euch in diesem Video. Eine Blockchain ist zunächst vergleichbar mit einem digitalen Kontenbuch, welches einen fehlerfreien Zustand und Einigkeit in einem dezentralen Netzwerk mit vielen Teilnehmern sicherstellt. Sie ist also eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen. Unter Datensätzen kann man sich beispielsweise eine Sammlung von Transaktionen vorstellen. Diese werden jeweils in einem Block zusammengefasst. Ist einer dieser Datensätze oder auch Blöcke voll, wird ein neuer benötigt. Dabei werden neue Blöcke nach einem speziellen Konsensverfahren erstellt und an die bereits bestehende Kette angehängt. Wichtig hierbei ist, dass der neue Block einen einzigartigen Hash oder auch Fingerabdruck aufweist, ebenso wie ein Zeitstempel und neue Transaktionsdaten. Das zurzeit populärste Verfahren, Konsens zu schaffen, ist hierbei die Proof-of-Work-Methode. Es existieren jedoch noch zahlreich andere Formen, Konsens herzustellen, aber dazu wann anders mehr. Ganz am Anfang der Blockchain steht der Schöpfungsblock oder auch bekannt als Genesis-Block. An den Genesis-Block werden, wie bereits erwähnt, kontinuierlich neue Blöcke angehängt. Dadurch, dass die Daten in den Blöcken aufeinander aufbauen, können diese nachträglich nicht geändert werden, ohne die Integrität des Gesamtsystems zu beschädigen. Damit wird es unmöglich gemacht, Existenz oder Inhalt der früheren Transaktionen zu manipulieren, ohne gleichzeitig alle späteren Transaktionen ebenfalls zu ändern. Die Blockchain ist also eine Technologie, welche es möglich macht, jede Art von Information in einer öffentlich einsehbaren Datenbank zu speichern und zu verwalten. Sie stellt einen fehlerfreien Zustand in einem dezentralen Netzwerk mit unterschiedlichen Teilnehmern sicher. Sie legt zudem die technische Basis der Kryptowährungen und sorgt somit für ihre hohe Sicherheit und Transparenz. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem kurzen Video ein besseres Verständnis über Blockchains vermitteln. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Channel für mehr Videos dieser Art. Dann bis zum nächsten Mal.